Hallo meine Lieben. Ja, ihr seht mich hier schon im Schlafanzug und das liegt daran, dass es kurz nach 12 Uhr ist. Und ja, ihr wisst ja, heute ist die Auflösung für den Wettbewerb. Und zwar der Wettbewerb für den Adventskalender, den ich gemacht habe. Und hier drin befinden sich die ganzen Päckchen, die ich gemacht habe. Und das ist der Preis, den ihr gewinnen konntet. Und ich verlinke nochmal oben das Video, was ihr dafür machen solltet. Ihr solltet mir ja etwas basteln. Und zwar zum Thema Weihnachten. Und ja, also es haben nur drei Leute mitgemacht. Und ja, ich bin da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also einerseits bin ich froh, dass es nur drei waren, weil es ist extrem schwer für mich jetzt auf jeden Fall, mich zu entscheiden für eine Sache. Also mir fällt es wesentlich leichter, eine Verlosung zu machen, wo ihr einfach mal einen Kommentar schreibt und dann drücke ich auf ein Knöpfchen und einer hat gewonnen und das war's. Das fällt mir wesentlich leichter, als mich jetzt entscheiden zu müssen. Das ist echt gemein. Das habe ich mir schlecht ausgedacht für mich selber. Und auf der anderen Seite bin ich, also ja, natürlich habe ich schon gedacht, dass vielleicht ein paar mehr mitmachen. Bin aber froh, dass es nur drei Leute sind, weil, ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz schlecht in sowas. Ich mag es irgendwie nicht, wenn Leute verlieren. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich es so machen werde, dass dieser Adventskalender Platz Nummer 1 sein wird, nämlich das Teil, was mir am besten gefallen hat von den Sachen, die gemacht wurden. Und ich schiebe das hier gerade mal oder ich packe es mal nach unten. Und dann habe ich hier noch zwei Briefumschläge und ja, der Briefumschlag hier, der ist ein wenig dicker und das wird der zweite Platz sein und das hier wird der dritte Platz sein, einfach als kleines Dankeschön fürs Mitmachen. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass nur drei Leute mitgemacht haben, gibt es sozusagen keine Verlierer. Jeder bekommt etwas. Allerdings habe ich mich trotzdem für eine Sache entschieden. Was ich jetzt aber mache, ich zeige euch jetzt als erstes einmal die Bilder von den Sachen, die für mich gemacht worden sind. Also ich blende euch die jetzt einmal ein. Ja, und für wen habe ich mich jetzt entschieden? Ich mache es spannend. Den dritten Platz bekommen die Karten. Die sind süß gemacht. Das sind Karten, die hat jemand mit Stampin' Up Sachen gemacht und ja, die gefallen mir auch gut. Und das wird der dritte Platz sein. Und du bekommst diesen Umschlag hier mit den Sachen, die hier drin sind. Sei bitte so lieb. Unten in der Infobox findest du meine E-Mail-Adresse. Schreib mir bitte deinen Namen, deine Adresse. Und dann schicke ich ihn dir zu. Solltest du das innerhalb einer Woche nicht gemacht haben, dann verfällt es leider, weil ich kann leider nicht immer wieder euch erinnern und sagen, bitte schickt mir eure Adresse, damit ich euch euren Gewinn schicken kann.
Wenn ihr bei einem Gewinnspiel mitmacht, dann werdet ihr auch wahrscheinlich wissen, bis wann das Spiel geht. Und dann werdet ihr mit Sicherheit auch das Video schauen und werdet halt sehen, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und ja, du weißt ja, was du gemacht hast, also dass die Karten von dir sind. Und ja, wie gesagt, in den Regeln war es ja so, dass ihr mir die Sachen zuschicken sollt. Also für Platz 1, ganz klar, gilt das auf jeden Fall. Für Platz 2 und Platz 3 ist es so, dass ihr euch das aussuchen könnt. Also ihr könnt mir eine E-Mail schreiben und könnt sagen, ja, ich möchte dir die Karten jetzt schicken und bekomme im Gegenzug diesen Umschlag. Oder du sagst, ach nee, ich weiß nicht, was in dem Umschlag drin ist und möchte ich nicht, ich behalte dann lieber die Karten, dann behältst du lieber die Karten. Das gleiche gilt für Platz Nummer 2. Wenn du möchtest, darfst du es mir gerne zuschicken und du bekommst im Gegenzug diesen dickeren Umschlag hier. Oder wenn du sagst, nö, ich weiß nicht, was hier drin ist und das möchte ich nicht so gern, dann behalte ich es lieber selbst. Dann, genau, dann ist das so. Für Platz Nummer 1 gilt auf jeden Fall, das gebastelte Teil bekomme ich, wie es auch in den Regeln war. So. Und jetzt ein Trommelwirbel. Und gewonnen hat, Miss Fruchteis. Also dieses Teil mit dieser schwebenden Tasse und mit diesen Kugeln, das hat mir wirklich super gut gefallen. Bitte, bitte, bitte nicht traurig sein. Die Box hat mir auch super gut gefallen und ich weiß, dass da auch wirklich viel Arbeit drin steckt und viel Zeit und es tut mir auch wirklich, wirklich leid. Aber es ging jetzt einfach darum, welches der Teile mir besser gefällt. Und als ich diese Tasse gesehen habe mit diesen Kugeln, wusste ich sofort, die kommt im Wohnzimmer auf meine Fensterbank und habe mich gleich da drin verliebt. Und ja, es tut mir wirklich, wirklich leid für die anderen. Ich bin echt schlecht in diesen Sachen. Also nächstes Jahr, wenn ich wieder irgendwie sowas in die Richtung mache, dann werde ich wieder was machen mit schreibt einen Kommentar und dann klick und dann wählt der Computer aus, wer gewonnen hat. Und ich habe da keine Verantwortung und muss nicht, ja, muss mich nicht entscheiden. Da bin ich echt schlecht drin. Okay, ihr Lieben, ja, wie gesagt, ich bin schon im Schlafanzug und ich bin auch schon ein bisschen müde. Ich wollte es aber unbedingt auf jeden Fall für euch heute noch abdrehen, damit es dann morgen früh auch gleich online kommt. Und ich werde das Video jetzt noch schneiden und dann ja schon mal für morgen früh hochladen. Und morgen früh seht ihr es dann. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon eine gute Nacht. Und wie gesagt, alle Gewinner, bitte meldet euch bei mir. Zwecks Adressenaustausch, beziehungsweise wenn ich die Adressen schon habe, dann eben einfach darüber, dass wir uns darüber austauschen, ob ihr das gerne machen möchtet, ob ihr den Umschlag haben möchtet und mir dafür die Sachen zuschickt oder ob ihr sagt, nö, der Wert von den Sachen, die ich jetzt gemacht habe, sind zu hoch und ich möchte dafür nicht so einen unbekannten Umschlag haben, wo ich gar nicht weiß, was drin ist und was für einen Wert. Bei dem Kalender habe ich es gewusst und dann kann ich das völlig verstehen, kein Problem. Und dann ist das auch in Ordnung, dann bleiben die Umschläge bei mir. Okay, ihr Lieben, ich sag gute Nacht und bis bald.